Hallo und willkommen zurück zur vielleicht jetzt letzten Folge. Letzte Folge war doch nicht die letzte Folge der Session, also nicht komplett letzte Folge. Ich will das hier, den Playthrough auf jeden Fall durchziehen. Habe ich das eigentlich immer mal gesagt und nicht gemacht? Ja, die Asiatenkampagne habe ich glaube ich nicht fertig gemacht. Ja. Werde ich vielleicht doch noch irgendwann mal machen. Und es geht jetzt darum, eine weitere Forschung anzustreben. Oh, Spieler können die 50% schneller bewegen, das ist sehr nice. Und zwar die Außenposten-Depot. Gut, eine Riesenüberraschung wird das jetzt nicht sein. Ich habe auch die halbe Zeit nur davon geredet, dass ich dieses scheiß Ding unbedingt mal haben will. War mir wirklich sehr wichtig. Oh, ich kann tatsächlich nicht mehr machen, weil ich nicht mehr Holz habe tatsächlich. Mir geht jetzt doch das Holz zu Neige, obwohl ich die Holzproduktion wieder hochgefahren habe. Allerdings ist die effizient über 70%. Das liegt wahrscheinlich an der Kälte. Als nächstes müssen die Heizungen gebaut werden. Jetzt haben wir halt 13 obdachlose Leute, weil zwei Häuser neu gebaut, umgebaut werden. Wir brauchen das von dem Barack. 20 Holz tatsächlich. Noch eine umbauen. Haben wir schon 23. Aber die bauen sehr schnell, die Leute. Die sind sehr, sehr fix und sehr flink und das ist auch notwendig, sonst hätten wir nämlich Probleme. Jetzt sind es nur noch 3. Off-Time. 206. Für 8 Stunden habe ich noch Sprit. Und in der Zeit kommen die anderen auch an. Das könnte noch mal ein bisschen eng werden, oder? Das könnte noch mal sehr eng werden. Kann ich irgendwo noch mal was einsparen irgendwie? Die haben auch nicht genug. Temporäre Siedlung erforschen. Temporäre Siedlung, Denkmal des Unrechts. Im Zentrum der Siedlung steht ein aufgerichteter Felsblock. Jemand hat eine Botschaft in seine raue Oberfläche gemeißelt. Möge der Allmächtige dem Genie vergeben, das menschliche Leben im Namen des Fortschritts geopfert hat. Denn wir können es nicht. Die Vertriebenen aus Tesla City. Wir werden das Denkmal nicht anfassen. Wollen aber die Hütten abbauen, um auf das Holz zu kommen. An das Holz zu kommen, Helleberg. Red Nord, Anlegestelle und ummauerte Kolonie. Die Stelle. Also, Red Nord ist eigentlich Bezeichnung für ein Kriegsschiff. Also, in dem Fall meistens in der Raumfahrt ein riesengroßes. Aber eigentlich eher weniger. Eigentlich eher weniger mit Dünsche zu tun. 6 Stunden noch übrig. In 5 Stunden sind die Leute hier. Das Ding arbeitet ja noch, deswegen habe ich genug. Es reicht. Noch ein Diebstahl. Captain, die Londoner stehlen wieder. Sie haben 17 Essensrationen aus dem Vorratslager entwendet. Die Einwohner sind wütend darüber, dass die Londoner ihre verrückte Idee wichtiger ist als die Bedürfnisse der Stadt. Bist du die Glaubenshüter? Hilfe. Aber 4 Stunden, wir sind eine Stunde da. Ja, das Teil arbeitet mit, da habe ich nicht dran gedacht. Glaubenshüter waren erfolgreich. Nice. Auf frischer Tat ertappt. Unsere Glaubenshüter haben gute Arbeit geleistet. Sie haben die Vorräte wieder beschafft und noch wichtiger, einen der Übeltäter gefasst. Jetzt können wir diesen Diebstählen ein Ende machen. Die fragen, was wir mit dem Dieb machen sollen. Zufriedenheit steigt, diese Person wird die Stadt für immer verlassen. Ja, gibt ihm die Chance, Buße zu suchen, würde ich auch sagen. Da sinkt doch direkt die Anzahl der Londoner wieder. Wie viel Zeit habe ich denn dafür noch? 6. Das muss ich noch 20 Stunden aufrechterhalten. Aber in 13 Minuten sind meine Dudes hier und dann habe ich wieder. Da ist wieder Kohle da, bis dann geht nicht mehr. So, die Erforschung von dem Zeug ist auch fast fertig. Ah, jetzt habe ich 35 Kinder. Scheiße. So Mist! Die Frischwasserquellen, wir brauchen die 2 Tage, ey, das dauert immer länger.
Kein Platz für die Kiddies. Scheiße. Habe ich jetzt nicht mehr genug für. Was ist das denn hier? Haben die jetzt am, haben jetzt an den Ende von jedem von diesen Scheißdingern tatsächlich so eine blöde Figur gestellt? Ja. Ich habe kein Holz mehr. Gar nicht mehr. So, jetzt habe ich den Außenposten erforscht. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben auch genug Platz für die Kiddies, glaube ich, sobald die Straßen erbaut wurden. Ich verstehe manchmal nicht, mein Handy macht manchmal einfach ein Geräusch und ich weiß nicht warum, weil nichts angezeigt wurde. Ist verstörend. Ja, könnt ihr die Straßen bitte bauen? Die wären wichtig jetzt. Was soll das denn? Was ist die Scheiße? Das ist eigentlich der Mitteilungston, aber ich habe gar keine Mitteilung erhalten. Das macht er, glaube ich, weil irgendwie Wetternachrichten gekommen sind oder so. Ich will die Fabrik als nächstes haben, da brauche ich aber mehr Holz für. Tatsächlich eine Tatsache. Yay! Was heißt das denn? Ja, das brauche ich ja nicht. Was machen wir jetzt nochmal? Kann ich bei den Tempeln eigentlich irgendwas machen? Nee. Die sind einfach nur passiv da. Nur bei Dingen was machen, wo auch Leute drin arbeiten, ne? Ne, hier arbeiten auch keine Leute drin. Jetzt. Ich will nämlich nur mehr von diesen automatischen Spasten haben. Wahl oder Pflicht? Sir, eine Gruppe Prediger möchte mit Ihnen über das Gesetz zur öffentlichen Buße sprechen, das Sie unterzeichnet haben. Wir finden, dass es zu weit geht. Wir sind uns einig, dass Buße eine Wahl und keine Pflicht sein sollte. Man kann die Menschen nicht zur Wahrheit zwingen. Sie müssen und selbst in ihren Herzen erwachen, wachsen. Super. Ich werde über die Worte nachdenken. Das ist schön. Kann die aber gar nicht zurücknehmen, oder? Nö, kann ich gar nicht. Von daher ist mir das egal. Das hat mir einfach nur geholfen, noch mehr. Also mehr von dieser Unzufriedenheit, mehr von der Hoffnung zu kriegen. Und wir nicht irgendwelche Leute, die arbeitslos sind. Doch, wir haben doch Arbeitslose, die sollen das bauen. Machen die doch eigentlich auch, oder nicht? Oder müssen das arbeitslose Arbeiter sein? Oder arbeiten nur Ingenieure? Jetzt ist E-Shift vorbei jetzt. Jetzt schaffen sie alle da. Baut jetzt einer mal diese scheiß Straßen dahin, damit die letzten Leute auch nochmal eine Unterkunft haben? Sprechen gehalten. Yay, yeah, die Hoffnung steigt. So, und jetzt wieder runterfahren das Ding. Außenposten-Depot. Wird das denn gebaut? Außenposten-Depot. Wenn ich hier hin. Wirklich? Ich hätte es gedacht, es wird hier hin gebaut. Wo ist hier hin? Wie viel hat das gekostet? Ich hab nicht aufgepasst. Ernsthaft, es fehlt exakt ein Holz. Das ist doch ein Witz wieder. Allerdings noch größere Witze, diese scheiß Straßen noch nicht gebaut wurden. Dass die Unzufriedenheit steigt, deswegen weiß ich, aber warum bauen die scheiß Straßen denn nicht? Haben die immer noch nicht gebaut? Den ganzen Tag über haben die nicht gebaut.
Noch ein Diebstahl. Glaubenshüter. Hau ihn auf die Fresse. Glaubenshüter waren erfolglos. Na, super, gut, dass ich hab. Was? Glaubenshüter ermordet? Einer unserer Glaubenshüter wurde erschlagen, als er einen Diebstahl untersuchte. Wir haben einen der Diebe gefasst. Aber es ist nicht der Mörder. Was sollen wir mit ihm machen? Doch, gebt ihm die Chance, Buße zu tun. Oh, und wieder 5 weniger. Ey, bringen die um? Ich glaube, die haben sie nicht mehr alle. Dann bin ich aber sicher, drehen die hier voll am Rad. Du scheiß Londoner. Londoner verlieren immer noch mehr Anhänger. Die ersten überzeugt. Sir, einige Anwohner, die... Nee, Einwohner, nicht Anwohner, die nach London fliehen wollten, haben es sich anders überlegt und wollen hier weiterkämpfen. Sie sagen, ihre jüngsten Entscheidungen hätten sie davon überzeugt, dass es hier uns noch Hoffnung gibt. Das funktioniert alles sehr viel besser, als ich erwartet habe, muss ich ehrlich gestehen. Also wir sind hier auf dem Weg der Verbesserung. Es sieht positiv aus, gerade alles. Wir haben genug Kohle, Stahl kommt jetzt durch 2 Werke rein. Fabrik wird jetzt erforscht. Wir haben jetzt dieses Außendepot-Ding hier im Bau, wo ich immer noch die Straße ziehen muss, wo ich ein Holz zu wenig habe. Aber das sieht alles gut aus. Diese scheiß Straßen hier oben sollen mal gebaut werden. Ich verstehe das nicht. Haben die immer noch nicht gebaut. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich will jetzt, dass diese bekackten Straßen hier gebaut werden. Und zwar dringend. Das ist mir wirklich ein starkes Bedürfnis. Dass es auf den Sack geht. Die müssen das bauen, sonst wird da nichts, sonst kommen die da nicht einziehen. Das ist doch scheiße. Das sind 8 Kinder, die auf der Straße wohnen, Leute. Was ist denn los mit euch? Hier sind eigentlich nur alle. Na, also, jetzt sind sie gebaut worden. Das Außendepot ist auch gebaut worden. So, jetzt mal gucken, was hier los ist. Die Liste. Sir, ein Mann hat uns eine lange Liste mit Namen gebracht. Die Überschrift lautet: Ein Register von Londoner, Ungläubigen, Sündern, Verführern, Dirnen und anderen Übeltätern. Er schwört bei seiner Seele, dass seine Informationen stimmen und er lediglich will, dass sie Buße tun und die Wahrheit erkennen. Ignoriert den Mann, passiert gar nichts. Die Anzahl der Londoner sinkt, die Hoffnung sinkt. Egal, das mache ich. Sinkt halt die Hoffnung ein bisschen. Aber wenn ich noch die Möglichkeit habe, noch mehr Londoner zu überdingsen, dann mache ich das auch. Es muss mindestens 10 Einwohner müssen verfügbar sein und wir brauchen noch deutlich mehr Holz. Wie viel Holz brauchen wir? 40. Das Holz, an das Holz kommen wir ohne Schwierigkeiten, aber das mit den Einwohnern wird halt schwieriger. Wie sieht denn das mit der Nahrung aus? Wir machen tatsächlich die ganze Zeit ein Minus der Nahrung. Na gut, noch geht das, aber ich will lieber mal die Leute da losschicken. Wie viele brauche ich? 10 Arbeiter, wie viele habe ich denn? 9. Ernst? Da arbeiten echt überall Ingenieure. So, jetzt habe ich genug. Geld das Team. Gibt's hier Kohle, da gibt's Holz. Kohle oder Holz, Kohle oder Holz, Kohle oder Holz. Ja, akut ist gerade bei mir Holz, aber wir werden Kohle auf Dauer mehr brauchen. Dann kann ich vielleicht die Kohle hier zurückfahren und mehr Holz produzieren.
Oder auf zweiter Stufe fahren zum Beispiel. Also Kohle ist da wichtiger meiner Meinung nach. Wie sieht das hier mit der Kohle aus? Ja, der Kohle auf der Automat, der braucht halt viel zu lange mit 60% Leistung halt nur. Was wollte ich denn unbedingt noch bauen? Dampfsägewerk. Na, oder erstmal das Sägewerk aufrüsten, machen wir das erstmal. Dann dauert das normalerweise 8 Stunden bei 100%, wir laufen bei 150, also 6. Kriegen wir heute nicht mehr hin, die sind gleich, machen gleich Feierabend. Kaltunterkünfte. Captain, einige unserer Einwohner sind besorgt wegen der niedrigen Temperaturen in ihren Unterkünften. Ihre Argumente, dass man bei Kälte schneller krank wird. Und so bin ich ja, darum kümmere ich mich jetzt nicht. Also da kümmere ich mich später darum. Ich kann das jetzt auch nicht nachvollziehen. Jetzt generell aus. Ja, die sind generell aus. Die muss ich wieder anschalten. Also, das Problem mit den Baracken ist halt nur innerhalb gut, ne? Je weiter nach außen man kommt, desto scheiße kälter wird's halt auch und dann bringen die Baracken auch wenig. Ich die jetzt anmache. So, mal gucken, was jetzt passiert. Also in den Baracken hier wird's auf jeden Fall direkt wärmer. Kalt warm, kalt warm. Ich gehe aber erstmal wieder auf den Betrieb. Auf, ich mache das jetzt folgendermaßen. Die Dinger kommen jetzt hier weg. Wir bauen hier neue. Hier. War viel weiter vorne hier. Eins hin. Hier einer, da bauen wir hier noch einen. Bauen wir die drei, dann haben wir nämlich genug für einiges anderes. Fabrik, was kostet das? 15 Stahl, 30 Holz. Kriege ich hin, das kriege ich hin. Ja, sieht dann doch sehr gut aus. Ah, wir haben noch was, eine nächtliche Prozession beginnt beim Generator. Cool, ich kann mir das sogar angucken. Ein bewegendes Bild, auch wie der Automaton da durchstackst. Danke eigentlich auch, was kalte Unterkünfte, größte Sorge, kalte Unterkünfte betet. Allein in dieser Welt, allein in dieser Welt, da hat ein Ehepartner. Meistens sind wir alleine tatsächlich. So, hier wurde ein großes Schiff demontiert. Nur die riesigen Kielplatten liegen noch unter dem Eis. Eisenbahnschienen führen nach Süden. Hellebe. Check nochmal die Anlegestelle aus. Jetnord Anlegestelle, Licht im Süden. Wir haben ein Stück einer Rumpfplatte gefunden, an einem Felsen geschraubt. Auf ihr ist etwas eingraviert. Im Jahre 1888 landet hier eine amerikanische Expedition mit ihrem Schiff, der USS Hephaestus, auf der Suche nach einem sicheren Hafen in der globalen Vereisung. Eigentlich müsste das Hephaestus heißen. Eigentlich irgendwie Englisch dafür. Also Hephaestus ist der göttliche Schmied. Also von den Griechen. Möge der Allmächtige den Seelen unserer Landsleute an Bord unseres Schwesterschiffes, der USS Prometheus, gnädig sein, unterwegs verstarben. Entdeckte Orte Tesla City. Da wollte ich auch nochmal hin. Weiter nach Tesla City. So, jetzt haben wir sogar noch die Dreadnought gefunden. Nächste Folge kommt die hier an. Ich will noch nicht Feierabend machen, tatsächlich. Ich glaube, ich ziehe den ganzen Playthrough jetzt durch. Wollte ich jetzt bald mal Schicht machen. Aber nee, nicht mit mir. Ich hab richtig Bock jetzt gerade irgendwie. Achso, da waren sowieso weniger dran. Genau. Das Bild jetzt gedreht für das andere Ding.
Ich weiß noch gar nicht, was für Thumbnails ich da reinsetze. Ich habe nämlich, glaube ich, nicht sehr viele guten Bilder gemacht. Da werde ich mich wahrscheinlich aus dem Internet behelfen müssen. Aber gut. Wir werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall um unsere Nahrungsmittel kümmern müssen. Die sehen gerade überhaupt nicht gut aus. Zusätzlich dazu darf ich hier nochmal die Klinik wieder eröffnen. Dafür habe ich allerdings keine Ingenieure mehr verfügbar. Das ist sehr schlecht. Kriege ich mir noch welche her? Ich habe Arbeiter. Ich habe Arbeiter, die arbeitslos sind, aber Ingenieure, die arbeiten oder was? Also, nicht, dass Ingenieure jetzt nicht arbeiten sollten, aber wenn, dann doch eher die Arbeiter arbeiten, das arbeiten lassen, was sie arbeiten können. Was ist hier los, Sir? Wir haben die Diebstähle ein Ende gesetzt. Der Dieb hatte einen Sinneswandel während der öffentlichen Buße. Er bezeichnete seine Sünden, bat um Vergebung. Außerdem hat er uns erzählt, wo er die Beute versteckt hat. So konnten 53 Estrationen und 57 Holz wieder geschafft werden. Das hört man doch gerne. Und mit dieser Nachricht beende ich jetzt die Folge. Ich habe ja schon gesagt, was los ist, was nächste Folge passieren wird. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Lasst wie immer Feedback da. Bis dann. Tschö. Mit Öl.